SIA Engineer ist eine äußerst leistungsstarke Baustatik- und Strukturanalyse-Software. Bringen Sie Ihre Arbeit mit dieser professionellen Software auf das nächste Level. Sie haben das Programm bereits heruntergeladen. Also, los geht's! Nachdem Sie die Software gestartet haben, öffnet sich automatisch das Fenster Projektmanager, in dem Sie ein neues Projekt erstellen oder ein bestehendes öffnen können. Wir stellen Ihnen hier die Arbeitsweise von SIA Engineer vor, die Ihre Produktivität erheblich steigern wird, wenn Sie erst einmal damit vertraut sind. Der Menübaum führt Sie Schritt für Schritt durch das Projekt. Das Fenster Eigenschaften gibt Ihnen Kontrolle über die Parameter jedes Objekts, das Sie erstellen, und begleitet Sie so durch den gesamten Prozess. Als nächstes haben wir unseren NaviCube. Hier können Sie das Modell drehen, die Ansicht ändern und zoomen. Jetzt sind wir bereit, eine einfache Struktur zu bauen. Klicken Sie auf Neues Projekt. Wählen Sie einen Namen. Die Norm, mit der Sie arbeiten. Und wenn nötig, das Länderkürzel aus der Liste. Wählen Sie dann die Materialien für das Projekt aus. Sie können ein Raster auswählen und die geeigneten Dimensionen einstellen. Dies sind jedoch nur Anhaltspunkte, keine Einschränkungen. Als nächstes können wir Stützen einfügen. Wählen Sie im Menübaum zunächst Struktur und dann Stütze. Hier können Sie zur Querschnittsdatenbank springen und die gewünschten Querschnitte zur Projektbibliothek hinzufügen. Wir stellen unter Eigenschaften die Abmessungen 300 auf 300 ein, wählen die Länge und dann die Rasterpunkte, an denen die Stützen eingefügt werden sollen. Beenden Sie die Aktion im Kontextmenü oder mit der Escape-Taste. Nun wollen wir eine Betonplatte hinzufügen. Klicken Sie auf 2D-Bauteil, dann auf Platte. Wählen Sie die Dicke und zeichnen Sie dann die Platte. Für geschwungene Platten verwenden Sie das Instrument Kurve. Auf dieselbe Weise können Sie weitere Bauteile hinzufügen. Als nächstes brauchen wir Auflager für unsere Struktur. Wählen Sie zunächst in Knoten, dann die Art und den Freiheitsgrad und wählen Sie dann die Knoten aus, um Auflager hinzuzufügen. Wir können jederzeit einen Abschlussbericht erstellen, indem wir Informationen an diesen senden. Als nächstes erstellen wir die Lastfälle. Das Eigengewicht wird automatisch berechnet, die anderen Lastfälle werden einzeln erstellt. Wählen Sie zunächst einen Aktionstyp. Dann können Sie die Lasten und den Kraftwert eingeben. Lastfallkombinationen werden automatisch erstellt. Jetzt sind wir bereit zum Berechnen. Definieren Sie die Netzgröße für das Projekt und klicken Sie dann auf Berechnen. Der Menüpunkt Ergebnisse erscheint sofort im Menübaum. Schauen wir uns als erstes die Verformung unter 3D-Verformungen an. Klicken Sie auf Aktualisieren. Alternativ können wir die Ergebnisse auch in Tabellenform ansehen. Und wenn wir zufrieden sind, übermitteln wir sie an den Bericht. Genauso können wir alle anderen Ergebnisse ansehen, zum Beispiel Reaktionen oder Schnittgrößen in 1D und 2D. Und hier haben wir schließlich unseren individuell konfigurierten Bericht. Alle Daten, die wir gesendet haben, sind enthalten. Wir können sie jedoch auch noch bearbeiten und Kapitel, Kopf- und Fußzeilen, Bilder, Tabellen und vieles mehr hinzufügen. Und keine Sorge, falls Sie das Modell später ändern müssen, können Sie den Bericht mit nur einem Klick aktualisieren. Dies ist nur ein kleiner Vorgeschmack von SIA Engineer. Aber es kann noch viel mehr.
Nachweise in Stahlbeton und Stahl. Modellierung und Vernetzung. Dynamische Analyse. Verschiedene Spann- und Konstruktionsphasen. Und dank BIM Integration werden OpenBIM, Revit und Tekla Structures voll unterstützt. Wie bei jedem neuen Programm gibt es viel zu lernen. Probieren Sie es jetzt selbst aus. Praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in unseren Tutorials im Projektmanager sowie einführende Videos und weitere Tutorials auf der Seite Getting Started und noch mehr Informationen in unserer Learning Zone. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Viel Spaß beim Kennenlernen von SIA Engineer.